Sonntag, 7.30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr von Regis Breitingen probt den Ernstfall. In einem brennenden Gebäude wird eine Person vermisst. Schwierigkeiten bei der Suche macht der Rauch, wie Einsatzleiter Mario Russ erklärt. Ja, also im stark verqualmten Bereich, wenn es jetzt ein Wohnungsbrand wäre, man sieht nichts, ne? Man kann nicht durch Rauch durchblicken. Um sich zu orientieren, muss der Feuerwehrmann normalerweise so eine Wärmebildkamera mitnehmen. Diese Kameras sind in der Lage, unabhängig von der Sicht, Gegenstände oder Personen im Raum zu zeigen. Denn sie machen die Wärmestrahlung von Objekten durch unterschiedliche Graustufen sichtbar. Das Problem? Die Feuerwehrleute müssen sie permanent in der Hand halten. Das ist unpraktisch. Also, wir gehen prinzipiell immer erstmal im verqualmten Bereich unten lang. In dem Fall aber muss ich dann trotzdem mal die Kamera wieder hochnehmen. Das ist alles ein bisschen, ja, zeitaufwendig. Und da Zeit bei Einsätzen nicht vergeudet werden darf, hat Rigo Herold etwas erfunden. Der Professor aus Zwickau stellt heute seinen Feuerwehrhelm mit integrierter Wärmebildkamera vor. Hat die gleiche Funktion wie diese Handheld-Wärmebildkamera, nur hier kannst du im verrauchten Raum den Helm aufsetzen, siehst, wo eine vermisste Person sich befindet und hast gleichzeitig die Hände frei. Der Prototyp aus dem 3D-Drucker hat zwei Hauptbestandteile. Eine Mini-Wärmebildkamera und ein kleines Display mit Spiegel. Rigo Herold arbeitet schon lange an Datenbrillen für Rettungskräfte. Diese haben wir vor 3 Jahren vorgestellt. Damals wurde zur Orientierung in verrauchten Gebäuden ein digitaler Gebäudeplan ins Sichtfeld eingeblendet. Das erwies sich allerdings als nicht praktikabel, weil solche Pläne meist nicht vorliegen. Jetzt hat er die Idee mit einer Wärmebildkamera umgesetzt. Die Entwicklung sollte außerdem flexibler einsetzbar und nicht mehr fest in einer Schutzmaske installiert sein. Also wir haben das ja so gebaut, dass man die Datenbrille über so eine Adapterplatine an eine so eine Standardaufnahme von so einem Feuerwehrhelm anbringen kann. Und somit ist es praktisch die Möglichkeit, dass ich praktisch das, wenn ich die brauche oder nicht brauche für den Einsatztrupp, kann ich dann eben die einfach bisher montieren und dann sitzt sie fest am Helm dran. Bei der heutigen Übung soll die Erfindung erstmalig von Feuerwehrmann Robin getestet werden. Während sich draußen der Einsatztrupp rüstet, wird drinnen alles für die Übung vorbereitet. Die zu suchende Person platziert sich an einer schwer einsehbaren Stelle. Die Nebelmaschine simuliert echten Rauch. Die Feuerwehrleute sehen eigentlich nichts mehr. Nur Robin, der das Wärmebild vor seinem Auge hat, kann sich im Raum orientieren. Ein Fenster erkennt er auf dem Display. Kann in dem verrauchten Raum einen Schrank ausmachen. Und erkennt schließlich auch die Umrisse der Person am Boden. Ich sehe eine Person auf der linken Seite unterm Tisch. Hallo? Mit Hilfe der Erfindung konnten die Feuerwehrleute die Person schnell ausfindig machen und retten. Geschafft. Und wie war's? Hast du gut gesehen damit? Sehr gut. Man sieht die Person wirklich on detail. Siehst wirklich, wie sie liegt, wo sie liegt, solange wie nichts davor liegt. Hat das Problem gehabt, irgendwie angestoßen mit der Kamera oder so? Oder vom Auge hat das gestört irgendwie? Nee. Auch nicht. Alles. Man konnte sich gut auf die Kamera, auf dieses kleine Fenster fixieren, um dann auch wieder ins große Sichtfeld, wo halt viel Rauch war, aber ich meinen Truppartner gesehen habe, gut wechseln. Und das Schöne war, ich habe die Hände komplett frei gehabt zum Arbeiten. Prima. So konnte ich die Person wirklich adäquat rausbringen. War sehr gut. Klingt ganz gut. Okay, das freut uns. Jo. Die Kamera am Helm ist also eine gute Alternative zur bisherigen Praxis. Damit sie bald für reale Einsätze zur Verfügung steht, ist Rigo Herold im Gespräch mit Herstellern für eine Serienproduktion.